So, wir bestimmen mal den GGT der folgenden beiden Zahlen. 2347 und minus 181. Okay, die erste Frage, die hier mal auftaucht, ist, was macht man eigentlich, wenn da negative Zahlen drin vorkommen? Das ist viel leichter, als man denkt, und zwar aus folgendem Grund. Wie haben wir eigentlich Teilermenge definiert? Wenn wir mal eine ganze Zahl hernehmen, dann haben wir gesagt, die Teilermenge dieser Zahl besteht, und jetzt kommt das Entscheidende, aus allen natürlichen Zahlen, also aus allen positiven Zahlen, für die gilt n teilt z. Das heißt, es ist völlig egal, ob ich eine negative oder eine positive Zahl hernehme und die Teilermenge bestimme. Die Teiler, die in dieser Menge drin sind, also die Elemente der Teilermenge, sind immer natürliche Zahlen. Das heißt aber letztlich auch, dass die Teilermenge einer Zahl z identisch ist mit der Teilermenge der Zahl minus z. Egal welches Vorzeichen die Zahl vorher hatte. Und letztlich führt das also hier dazu, in dem Beispiel, dass die Teilermenge der Zahl minus 137 identisch ist mit der Teilermenge der Zahl 181. Was habe ich gerade gesagt? Minus 181 und 181, genau. So, die beiden Teilermengen sind identisch. Und das führt letztlich dazu, dass der GGT von 2347 und minus 181 das gleiche ist wie der GGT von 2347 und 181. Denn wenn ich das größte Element bestimme, das in den Teilermengen beider dieser Zahlen enthalten ist, dann ist es das gleiche Element wie das größte Element in den Teilermengen dieser beiden Zahlen. Also wenn ich jetzt die Teilermenge hier mit der Teilermenge von dieser Zahl schneide, dann ist das identisch dasselbe, als wenn ich die Teilermenge hiervon und die Teilermenge von hiervon schneide. Und wenn die Schnittmengen identisch sind, sind auch die größten Elemente in diesen Schnittmengen identisch. Okay, wir müssen also nur die beiden, man muss also letztlich beim euklidischen Algorithmus nur die Absolutbeträge der beiden zu betrachtenden Zahlen a und b weglassen oder anders formuliert Vorzeichen weglassen. Also die Absolutbeträge nehmen oder Vorzeichen weglassen. So. Okay. Machen wir doch mal den euklidischen Algorithmus ausführlich. Wir machen Division mit Rest. Wir müssen schauen, wie oft geht die 181 in die 2347 rein und was bleibt als Rest übrig. Naja, gut. Ich würde sagen, das machen wir mal schnell als schriftliche Division im Kopf. Ist man da vielleicht nicht ganz so flink, ne? Deswegen haben wir das dann auch mal geübt. 2347 ist gleich 181 mal was? Also 234 ist, da geht 181 einmal rein, und einmal 181 ist 181. Dann bleiben hier 3 übrig, da 5. So, und dann haben wir 537. Wie oft geht die 181 in die 537? 4 mal wird zu groß sein, 3 mal 300, 3 mal 80 ist 240, 540 ist auch zu groß, also geht es zweimal rein. Zweimal rein, denn 2 mal 181 ist 362. So, 5. 6 bis 13 sind 7. Und hier haben wir noch 1, bleibt 175 übrig. Okay. Also die 181 geht 12 mal in die 2347 ganz rein. 175 bleibt übrig. So Nebenrechnungen kann man ja mal machen. Man muss ja nicht alles im Kopf rechnen. Wenn man keinen Taschenrechner zur Verfügung hat, dann ist es nicht schlecht, wenn man auch in schriftlicher Division noch ein bisschen fit ist. Ne? Das kann man auch gut üben. So. Okay, jetzt müssen wir gucken, wie oft, das müssen wir die beiden Zahlen hier betrachten, b und r. Also hier haben wir a, q, b, r. So, müssen wir b nehmen und r aus der vorherigen Zeile und schauen, wie oft geht die 175 in 181 rein. Die geht offensichtlich nur einmal rein. Ne? Was bleibt übrig? Bleibt 6 übrig. So. Wieder B und R nehmen, gehen wir hier rüber.
Wie oft geht die 675 rein? Okay, das kann man jetzt schriftlich rechnen. Vielleicht kann man auch mal gucken, ob man mit flexiblen Rechenstrategien zurande kommt. Man weiß ja, das sollte einem zumindest jetzt gefühlsmäßig im Geiste aufpoppen, ja, dass 180 durch 6 teilbar ist. 180 ist 30 mal 6. Wenn ich jetzt 175 ist kleiner, die nächstkleinere durch 6 teilbare Zahl ist die 174. Ne? Die ist nämlich um 6 kleiner als 180. Und wenn 30 mal 6 180 ist, dann ist 29 mal 6 174 und dann bleibt 1 übrig. So. Naja, gut, und jetzt können wir eigentlich fast schon aufhören, ne? Wie oft geht die 1 in die 6? Die geht natürlich 6 Mal rein, da bleibt kein Rest. Also, wenn hier hinten 1 stehen bleibt als Rest, dann ist der GGT 1, da führt kein Weg dran vorbei. Trotzdem kann man es nochmal der Form halber bis zum Ende durchführen, ne? Aber jetzt wissen wir hier sieht man es schon, aber da kann man es auch sehen, der GGT von 2347 und 181 ist gleich 1 und damit ist das auch der GGT von 2347 und minus 181.